Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil HD Remaster. Und genau, liebe Freunde, wir waren ja beim letzten Mal mit Chris weiter unterwegs und haben Lisa gesehen und sind ihr entkommen, da in dem Friedhofshaus. Und wir haben die Marken bekommen, sehr cool. Und naja, haben da auf die Kurve gefunden, wo wir jetzt hier im Gartenbereich weitermachen können. Ich bin jetzt einfach mal offline mal hier hingelaufen. Und mit der Kurbel können wir das Wasser hier ablassen. Würde ich vorschlagen, machen wir das einfach mal so. Da müssten wir nämlich jetzt da unten her können. Genau, das kennt man ja alles, ne, aus dem Original. Und genau, wir sind auf dem Weg. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Cool, haben wir wieder mitgenommen. Genau. Alles klar. Das heißt, wir könnten hier unten weiter. Dann mach das mal, Chris. Dock, dock, dock. Ich weiß nicht, warum das hier langsam läuft. Ich weiß, keine Ahnung, wahrscheinlich wegen dem Wasser oder so. Ähnliche Probleme hatten wir ja auch schon mal mit einem anderen Spiel. Mein Rechner ist halt so alt. Okay. Genau, und dann können wir jetzt halt hier oben drüber. Genau, und dann haben wir da noch einen Aufzug. Schicker Aufzug, ey. Den haben sie aber gut remastert, muss ich sagen. Aber ist auch rostig. Also von daher. Ach, guck mal. Wir haben hier blaue Kräuter und wir haben hier die Vögel. Warum haben wir denn jetzt hier die Vögel? Ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay, ich frage mich jetzt aber tatsächlich. Ja, guck mal. Nämlich hier hinter können wir tatsächlich noch nicht hin. Ein tosender Wasserfall. Dahinter scheint etwas zu liegen. Ja. Da können wir tatsächlich noch nicht hin. Ich möchte erstmal hier raus. Erstmal hier raus, weil dass da jetzt die Vögel sind, das ist auch neu. Ein rotes Kraut, ihr seht's. Ha, sehr gut. Können wir auch direkt mitnehmen hier. Und ich höre wieder Hundegetapsel. Es ist nicht cool. Ganz und gar nicht. Kombinieren. Bitte damit. So, und dann. Hunde? Ich weiß, dass hier Hunde kommen, Freunde. Jetzt, verarscht mich nicht. Das war im Original auch so. Langer Gang hier, ja. Boah, sehr atmosphärisch. Ih, Schlangen! Jetzt kommen hier die Schlangen runter. Die waren im Original beim Wasser, okay. Hä? Und genau, Freunde, ihr seht's. Ja, wir kommen in das Gartenhaus. In das ganz gruselige Gartenhaus und da warten schon wieder meine Freunde auf mich. Ja, das gute alte Gartenhaus. Mit der gleichen Musik auch noch. Eieiei. Auch mit jede Menge blauer Kräuter. Ein Pflanzenschutzspray scheint leer zu sein. Ja, Stichwort Pflanze. Ihr wisst, was da auf euch zukommt. Sollen wir die mitnehmen, damit die Karte nicht mehr rot leuchtet? Nee, ich lasse die hier. Ja, ganz genau. Aber hier müsste ein Speicherraum sein, wenn ich mich nicht recht wenn ich mich recht erinnere. Dann ist das hier ein Speicherraum. Ah, danke. Es ist tatsächlich ein Speicherraum. So, was haben wir denn hier? Noch eine Blendgranate. Farbbinder. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut, Freunde. Ah, Kiste müsste auch da sein. Ja, und sogar Kerosin. Ja, nice. Okay. Wobei ich das erstmal nicht auffüllen werde. Das Heilspray kann da auch erstmal in die Kiste rein. Wir kriegen so viel Heilung, ne? Das ist. Hätten sie eigentlich die Hälfte nehmen können und die Hälfte dann bei Zero dazu tun. Also Resident Evil Zero. Das ist echt unfassbar gut. So, okay, haben wir noch ein einzelnes? Ja, wir haben noch ein einzelnes. Okay. Ja, wir sammeln hier die Heilung. Hier 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Vollheilungen. Und die Kurbel kann weg. Genau, die Kurbel kann weg.
Und dann können wir... Kerosin könnten wir theoretisch auffüllen, aber lasse ich erstmal. Und dann können wir uns mal dieses Gartenhaus hier weiter angucken. Wie gesagt, im Original war das echt gruselig. Und ich weiß auch schon in etwa, was hier kommt, deswegen... rüste die Shotgun aus. So. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht 001. Okay. Ja. Ihr seht's, da ist ein Loch im Boden. Falls ihr euch an den ersten Teil erinnert, ich sag's immer wieder, ne? Das Original ist hier einfach zuvor gekommen und man weiß halt, was passiert. Und deswegen schiebt man auch jetzt die Kiste auf das Loch. Ist leider nicht ganz... leider nicht ganz, Ach, diese Musik hier auch wieder so herrlich gruselig. So, dann schiebt die Kiste auf das Loch. Und wir können hier durch. Ah! Ah! Was? Okay, wir können da doch nicht durch. Oh Gott, da habe ich mich jetzt aber erschrocken. Okay. Das heißt, das reicht so nicht. Ah, ich verstehe. Wir müssen hier rüberklettern. Geil gemacht. Geil gemacht, echt. Okay. Ja, das ist neu. Aber okay. Ihr habt's gesehen, da kommt eine Pflanze raus, ne? Und, ja. Man könnte da jetzt zwar rein, aber ich lasse das erstmal. Ich gehe erstmal hier vorne rein. So. Jetzt wird es nämlich zum ersten Mal richtig eklig. Ihr seht es, ne? Spinnen! Oh, hier gibt es Spinnen! Diese Spinnen, ich hasse sie, Freunde. Kommen jetzt auch kleine Spinnen raus? Schaut euch diese Spinne an. Bäh. Ja, die blutet. Sie blutet, okay. Aber es kommen keine kleinen raus. Bäh. Okay. Alles klar. Gut, Freunde. Ja, dieser Raum hier. Oh, was sehe ich denn da? Leicht bekleidet. das ist eine Bar hier. Und die Spinne da, die blutet da vor sich hin. Eine rote Öllampe. Sie ist nicht angezündet. Ja, dann zünde sie an. Ein sonderbarer Schatten schwebt im rötlichen Licht. Das ist ein Auge. Was könnte er bedeuten? Ah, das ist, wieder neu. Also viele neue Sachen hier tatsächlich. Finde ich echt gut. Ein Regal voller Weinflaschen. Alles nur billiger Wein. Ja, kannst du trotzdem bedienen, oder? Ich meine, Chris. So, die Spinne ist aber tot. Genau, die ist ausgetrocknet. Eine Lederjacke. Ein Teil davon ist von Säure verätzt. Teller? Die Trennwand ist mit Tellern geschmückt. Da ist noch ein grünes Kraut. Das sehe ich genau. Und ich höre noch eine Spinne tapsen. Ja, man hört das. Hier gibt es jetzt eine Treppe und alles. Viel größer. Okay, krass. Eine Anzeige für einen Wettbewerb im Armdrücken. Der Sieger wird für einen Tag zum Boss der Polizei von Raccoon City ernannt. Okay, ah, die Spinne ist da unten. Okay. Wo ist die Spinne? Da steht irgendwas auf dem Tresen, was wir brauchen. Oh, ah, nee, die ist oben. Okay. Da können wir das Zeug mitnehmen. Was auch immer das... Ah! Wieder ein Erste-Hilfe-Kasten. Also ihr seid wirklich... Prüfen. Mach das auf und da ist wieder ein... Oh, was ist das denn? Ach! Okay, das sind gar nicht nur Heilsprays drin, sondern auch grün und blaue Kräuter. Jetzt haben wir natürlich hier nichts, ne? Bandage with Blood. Okay, dann kombiniere diese beiden Kräuter mal zusammen und nimm das Ding mit. Ah, das rote Buch. Okay, ja.
Das sagt uns natürlich was. Eine grüne Öllampe. Sie ist nicht angezündet. Ja, dann zünd's an. Wieder ein Auge. Ein sonderbarer Schatten schwebt im grünen Licht. Was könnte er bedeuten? Ja, das war im Original ein bisschen einfacher gehalten. Da war es nämlich, da war es. Munition, sehr gut. Da war es nämlich auf dem Billardtisch. Da waren drei Kugeln und die waren da so angeordnet. Hier sind es jetzt die Öllampen. Weinflaschen liegen verstreut herum. Sind alle leer. Was für Säufer hier, also wirklich. Okay, dann haben wir jetzt alles eingesammelt. Oh, schaut mal hier. Ja, ich sehe das. Okay. Aber das hier können wir auch erstmal anzünden. Das ist auch wieder ein Auge, ne? Ein sonderbarer Schatten schwebt im orangen Licht. Das könnte ja bedeuten. Ach, guck mal, hier oben ist auch der Billardtisch. Ein paar Billardkugeln. 2, 3, 4, 5, 6. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber... ja, das war im Original auch so. Das ist so ein versteckter Hinweis. Aber den brauchen wir tatsächlich nicht. Also dieses... ein Gitarrenkasten ist leer. Oh, und ihr seht das da draußen, ne? Geh weg. Durch Ausprobieren kriegt man das auch hin. Also diese ganzen Hinweise hier braucht man nicht unbedingt. So, okay, aber wir killen jetzt erstmal diese Spinne. Hä? Was machst du denn da? Die Spinne da, die will uns nur ärgern hier, ne? So. Genau, einfach mal runtergedapst hier. Lad mal nach, bitte. So. Wo ist die Spinne? Die muss kaputt gehen. Da, weg mit dir. Bäh, du bist eklig. Ist das widerlich, ey. Aber okay. Das heißt, wir haben die Bar erledigt. Und wir haben einfach ein paar Hinweise bekommen. Ja, aber gut, wie gesagt, die Hinweise, die habe ich auch im Original nicht gebraucht. Das Schloss, wofür die geeignet gedacht sind, kann man auch mit, ja, mit Raten quasi öffnen. Und, dann gehen wir mal hier hinten rein. Oder muss ich was ablegen vielleicht noch? Ne? Das wäre ja. Es wäre ganz gut, wenn wir da was ablegen würden. So. Alles klar, Chris. Dann. Geh bitte nochmal kurz in den Safe-Raum hier. Ach, herrlich. Ich liebe diesen Bereich irgendwie. Auch wenn der mich ekelt. Aber irgendwie ist der Patte-Bereich was. Ich weiß auch nicht. So, Kiste. Gut, dass es dich gibt. Haben wir hier noch ein einzelnes grünes? Gut, dann tauschen wir das halt aus. Oder nee, wartet mal. Machen wir das so. Und das rote Buch. Kann sein, dass wir das brauchen bald. Deswegen lasse ich das mal liegen. Im Inventar. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Resident Evil 1 HD Remaster. Wie jetzt hier doch mit großen Schritten weitergeht, also es ist wirklich unfassbar. Wir sind jetzt hier schon in dem Gartenhaus und ich kann es euch sagen, ungefähr die Hälfte des Spiels haben wir jetzt schon. Und somit auch des letzten Resident Evils, was ich spielen werde. Oh mein Gott. Das ist wirklich krass. So. Was haben wir hier? Ein Gang eigentlich, ne? Ja, ein Gang, genau. Scheint jetzt nichts Nützliches zu geben. Okay. Ich vermisse hier eine Musik. Warum ist das Fenster offen? Okay. Sind Bilder irgendwie? Nö. Zeitungen liegen verstreut. Sie scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten. Ja. Wir erwägen Aufruhr. Das ist so. Die Tür ist verschlossen. Die Tür steht Galerie. Okay. Was ist das hier? Nichts. Okay. Die Mücken da oben.
So, da haben wir die 002. Da können wir rein. Okay, das ist ein Gartenhauszimmer. Und ist das ein kleiner? Ah, es ist ein kleiner Raum. Okay. Dieses Hemd ist blutgetränkt. Da liegt was? Ein Dokument? Bericht zur Pflanze 42. Plant 42 Report is growing at an amazing rate. Genau. Ja, lesen wir einfach mal. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe. Moment mal gerade. Als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. Der derzeitige Zustand erlaubt überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 zwei Quellen der Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln. Anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Ein Forscher, okay. Seither steht der Keller unter Wasser. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir konnten diese Chemikalie bislang jedoch nicht isolieren. Ist ja nur VJOLT, ne, aus dem Original. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen ragen aus der Zwiebel hervor. Ja, das wird spannend. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es mit ihren Schlingen. Anschließend entziehen Sauger an den Schlingen dem Opfer sein Blut. Oh mein Gott. Die Pflanze zeigt auch Intelligenz. Beim Fangen von Opfern oder im Ruhezustand winden die Schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Ah ja, okay. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden weisen auf alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen blütenblattartigen Klappen sich öffnen und das Innere freilegen, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Ein Zeuge hatte den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. 21. Mai 1998, Henry Sarton. Ja, eine Pflanze also, liebe Freunde. Alle Zeitungen und Zeitschriften liegen auf dem Bett. Anscheinend hat jemand auf einige der Zeitungen Blut gespuckt. Okay. Hier gibt es nichts Besonderes. Aber zwei Schränke, die verschiebbar sind. Das ist ein Zombie. Boah, hab ich mich erschreckt. Das ist ein Zombie. Ja, komm. Da ist er. Okay. Dann schieß ihn einfach ab. Okay, der ist tot. Den brauchen wir nicht zu verbrennen. Super. Ja, Freunde, eine höchst gruselige Pflanze. Hier gibt es nichts Besonderes. Und ja, da bin ich mal gespannt, wann wir der begegnen. Also das wird ja wirklich. Ja, höchst interessant. Okay, wir können Schränke verschieben. Machen wir das mal. Genau, wir müssten das nämlich so verschieben und dann einmal so und dann. Schaut mal, was dahinter zum Vorschein kommt. Eine Leiter. Jawohl. Und bevor wir die aber nutzen, gehe ich noch mal kurz hier ins Badezimmer. Ja, weil hier könnte vielleicht noch was drinne sein. So. Ja, wie gesagt, also die Pflanze, die wird uns noch Spaß bereiten. Ja, seht ihr? Da ist die Musik, die ich auf die ich so gewartet habe, wieder hier. Jetzt wisst ihr auch, was ich meinte mit dem Gartenhaus. Diddle, 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 diddle. Oh Mann. Ja, ganz genau. So, Residenzschlüssel.
genau. Wasser leckt aus dem Behälter. Ist hier was in der Badewanne? Da ist nichts. Okay, Klo. Chris, du musst nicht aufs Klo. Du musst auch nie aufs Klo, kann das sein? Wasser leckt aus dem Behälter. Okay, was haben wir denn hier für einen Schlüssel? Residenzschlüssel? 001. Jawohl. Das heißt, wir können da draußen weitermachen. Und meine Uhr klingelt wieder. Und hier drinnen haben wir aber nichts mehr. Okay. Bevor wir aber hier runtergehen. Gut. Ich dachte, der Raum hätte sich resettet. Bevor wir hier runtergehen, würde ich einfach mal vorschlagen, gucken wir mal, was da draußen jetzt noch so ist. Und in dem Raum 001, und da ist Blut an der Tür. Boah, grausig hier. Okay, ah! Da ist eine Karte von der Residenz. Jawohl. Ja, und ihr seht's. Ziemlich großer Bereich hier. Sie haben die Karte von Residenz. Da ist ein Loch in der Wand. Da könnte die Pflanze rauskommen. Sie sehen einen großen Bienenstock. Ja. Schnell weg hier. Ja, die Bienen. Die hatten wir hier auch und die ekeln mich immer noch. Die ekeln mich wirklich über Loch. Ja, das wird interessant jetzt. Okay. Geh da nicht hin. Och nee, die kommen jetzt hier rein. Warum kommen die jetzt hier rein? Hier steht Galerie. Die Bienen, die kommen hier rein. Igitt. Geh bloß raus hier. Ich hasse Bienen. Ah, jetzt verfolgen die uns hier. Das ist ja wohl nicht wahr. Warum? Warum? So, gut. Gucken wir mal in den Raum 1. So. Jetzt ist hier eine andere Musik? Ah, ne, okay. So, Raum 1 ist ja hier vorne, ne? Moment. Genau, ja. Wusste ich's doch. So. Das müsste eigentlich auch ein normales Zimmer sein hier. Ja, und da ist was. Was ist das? Das ist doch ein Zombie. Der hängt da. Was soll... Warum hängst du, Kollege? Ah, gut. grausig hier, echt. Aber wie gesagt, ich finde den Bereich cool. Der hat was. So, können wir jetzt auch nochmal hier rein in den Nebenraum? Aufs Klo, um genau zu sein. Und, ja. Dann... gucken wir mal. So. Sie ist voller Schmutzwasser. Ja, zieh den Stöpsel raus. Mal gucken, was sich darunter verbirgt. Da ist etwas in der Badewanne. Es müsste ein Schlüssel sein. Jawohl. Der Kontrollraumschlüssel. Ha. Kontrollraumschlüssel. Keine besonderen Merkmale. Aber wir wissen ja, wofür der ist. Ein Schlüssel zum Öffnen des Kontrollraums. So, ah ja, na klar. Kipp um, Mensch. Steht der ausgerechnet jetzt wieder auf, aber den werde ich nicht verbrennen, weil wir hier nicht mehr hin müssen. Klopapier. Es ist verfärbt. Chris hat irgendwas gegen Klos. Ich merke das schon. Okay. Dann haben wir den Kontrollraumschlüssel. Ich liebe diese Musik hier, ey. Der ekelhafte Zombie, der hier im Weg hängt, ey. Dieses Bett wurde anscheinend benutzt. Okay, da liegt Munition. Ja, kann man gut gebrauchen hier. Kann ich nicht tragen. Verdammt, aber wir können doch hier...
Wir können doch hier was machen, oder? Ein alter Bücherschrank. Die Bücher handeln fast alle von Literatur und Philosophie. Da liegt noch mehr Munition. Gibt's hier nur Munition? Gab's hier nicht was, wo wir... Ja, doch. Ach, nee. Oder, doch, oder? Das war doch hier, wartet mal. Irgendwo müssen wir doch das rote... Müssen wir hier nicht das rote Buch einsetzen? Das ist auf jeden Fall ein Schrank und Bücher. Und da liegt noch irgendwas. Was ist das denn? Noch eine Waffe? Okay. Ja, wir können keine Objekte tragen. Das heißt, wir müssen auch mal kurz in den Speicherraum. Ja, und dann holen wir uns gleich die Munition und das andere Ding, was das ist. Keine Ahnung. So. Okay. Ach nee, wir sind ja direkt hier. Der Speicherraum ist ja direkt hier. Okay. Das heißt, wir müssen das rote Buch erstmal ablegen, tatsächlich. Sehr gut. Gut, dann machen wir das halt. So. Dann das rote Buch ablegen. Das hier auch erstmal ablegen, weil ich weiß ja nicht, was das für ein Item da ist, ne? Und wir haben nur noch einen Pistolenschuss, also die Munition kommt gerade wie gerufen. Und, ja. Dann schauen wir doch mal hier, genau. Hier wieder rein. Und schnell die Buddy holen. Und der Zombie, der wird dann wahrscheinlich runterfallen. Und, uns dann angreifen, wie ich das hier kenne. Bäh, eklig. So, was ist das? Oh, eine Selbstverteidigungswaffe. Selbstmordbrief. Suicide Note. Linda, I don't want to die. Ah, interessant. Grausig, guckt euch mal, wie der aussieht. 22. Juni 1998, 39. Ich musste es tun. Wir rannten vor den Dingern weg und halfen einander zu überleben, aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig. Es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Ah, das ist der Kollege, der da hängt. Ah. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen, aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es kein Entkommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut. Dass ich vieles unvollendet lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von denen zu werden. Bitte versteh mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Linda, bitte verzeih mir. Oh mein Gott, höchst dramatisch mit dem Kollegen hier. Was ist das denn? Prüfen. Eine Selbstverteidigungspistole für 22 Magnum-Munition. Ein Schuss wurde bereits abgegeben. Okay, ausrüsten. Aha. Okay, das ist merkwürdig. Aber okay, das ist auf jeden Fall ein Magnum-Schuss oder sowas. Okay. Ja. Wie gesagt, Freunde, höchst dramatisch hier das Ganze. Die Leute sterben alle nacheinander weg hier. Und, ja. Und der Raum ist clear. Okay. Schnell weg hier, bevor sich der Zombie noch entscheidet, uns anzugreifen. Oh, warum habt ihr den zurückgelassen, ey? Ja gut, das ist halt jetzt die Frage. Was würde ich in so einer Situation machen? Ich glaube das Gleiche. Um selber zu überleben, ne? Ah. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, speichern wir ab. Und, so, genau, speichern wir ab. Das lege ich erstmal raus. Ich weiß nicht, wofür wir das noch brauchen werden. Und die Shotgun-Muni lege ich jetzt auch raus. Weil die werden wir nicht brauchen erstmal. Und wir nehmen den Kontrollraumschlüssel mit. Weil wir gehen beim nächsten Mal diese Leiter da runter in den Raum. Und, genau, nein, nicht die Kiste. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir das noch. Dann haben wir wieder einiges geschafft heute. Finde ich gut.
Muss Fahrrad verwenden. Und ja, dann würde ich mal sagen, liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Discord-Server. Hallo! Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Chris? Moment, er will gerade hier wieder die Kiste nicht aufmachen. Danke. Wie gesagt, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, ich einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.